Hallöchen Puppüchen und herzlich willkommen, meine lieben Schildkrötenfreunde, zu einer neuen Folge von Back to the Future, The Game. Und ich weiß nicht, gar nicht mal ganz genau, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir klicken einfach mal auf Fortfahren. Ist ja ein bisschen laut gerade. Ja, ich glaube, das war jetzt wirklich sehr laut. Wir sind mit dem Auto oder so gerade gefahren, sehe ich. Ich glaube, das war so eine Zwischensequenz dafür, dass wir jetzt fortfahren, das Spiel. Es lädt. Also wieder Samstag, 13. Juni 1931. So, genau, wir waren beim letzten Mal in der Polizeistation und wir waren irgendwie was trinken. Was müssen wir denn jetzt machen? Was bisher geschah? Die Nachricht den Docs durch die Zeit geschleudert, nachdem Martin Doc gefunden und über sein bevorstehendes Schicksal aufgeklärt hat, schmiedet Doc einen Plan für seinen Gefängnisausbruch. Freunde dich mit Docs jüngerem Ich an und bringe ihn dazu, einen Bohrer mit Raketenantrieb zu bauen. Okay. Okay, schaffe ich. Aber machen wir gerade mal erstmal den Sound ein bisschen leiser. Doch, so, das reicht schon. So, genau, was machen wir? Geben wir ein paar Hinweise. Also, wo meinte Doc, könne Martin ein Telefon finden? Das habe ich schon wieder vergessen nach der letzten Folge. In der Suppenküche gibt es ein Telefon. Suppenküche neben dem Gefängnis. Ja, genau, das wusste ich auf jeden Fall, dass sie neben dem Gefängnis ist. Das habe ich letztes Mal schon herausgefunden. Wie laufe ich denn nochmal? Genau, so. Und rennen tue ich so, ne? Gut. Es backt aber ganz schön, wenn er rennt. Hier ist die Suppenküche. Ah, da geht's doch rein. Gehen wir mal da rein. So. So schnell geht das. Was lädt da jetzt so ewig lange? So, ich brauche ja ein Telefon. Ach nein, gar nicht, hier waren wir letztes Mal schon. McFly? Biff? Kate? Grandpa? Für dich, Mr. Tennen, Artie. Was machst du hier draußen? Naja. Ich hatte Hunger und ich dachte, hier gibt's was zu essen. Vielleicht eine Suppe. Ich dachte, hier gibt's was zu essen. Denk nach, McFly. Der Staatsanwalt wirft mit Vorladungen um sich wie Babe Ruth. Ich glaube nicht, dass Ruth noch Pitcher ist. Klappe! Wenn eine dieser Vorladungen meinem liebsten Zahlenzauberer in die Hände fällt, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Man könnte mich sogar einbuchten. Das willst du doch nicht, oder? Oder doch? Nein, Quatsch. Natürlich nicht, Kid. Das ist schon besser. Was glotzt du so, Milchgesicht? Augen auf deine Suppe, Junge. Nun? Nun was? Was machst du denn noch hier? Entschuldige, Kid. Ich werde wieder zurück ins Versteck laufen. Mach das. Und McFly? Ja? Dieser Hut ist zu auffällig. Du gibst ihn besser mir. Oh. Jetzt hau ab! In Ordnung, Boss. Und komm nicht raus, bis ich dir Entwarnung gebe. Ich schwöre, selbst wenn einer von euch Dummköpfen 2 und 2 im Kopf rechnen könnte, würde ich diesen Jammerlappen in den See werfen. Hey! Jedenfalls muss ich jetzt los und wieder stehlig machen. Seh zu, dass keiner den Laden ansteckt, während ich weg bin. Okay. So, da vorne ist ein Telefon. Gehen wir mal hin. Kennst ja nicht, wie das denn geht, ne? Scheiße gelaufen, Digga. Brown anwesend? Brown. Hi. Könnten Sie mir sagen, wo ich Emmett Brown finde? Der jüngere Master Brown geht gerade seinen Angestelltenpflichten im Gericht nach. Von wem darf ich ausrichten, dass er angerufen hat? Im Gericht? Doc hat mir nie erzählt, dass er im Gericht gearbeitet... Okay, hat dafür übersprungen.
Hey, so mal ein bisschen hinweisen. Da Docs jugendliches Gegenstück arbeitet als Angestellter beim Gericht. Ach so! Ach, jetzt soll ich da hingehen. Okay. Gut, mach ich das. Kein Problem, das schaffen wir, glaube ich. Das Laufen ist ein bisschen schwierig. Wie komme ich jetzt zum Gericht? Achso, ich dachte, ich soll zum Gericht gehen. Ich dachte, das da vorne ist das Gericht, oder nicht? Ey, ist das nicht Einstein? Haben wir den hier gelassen? Wie geht's, Einstein? Dafür bin ich jetzt hier hin. Oh, wow. Für drei Worte, ey. Das ist das Gericht, oder nicht? Ja. Fassen Sie das nicht an! Das sind vertrauliche Gerichtsunterlagen. Nur vereidigte Beamte des Gerichts haben darauf Zugriff. Ich meine, Richter Brown besteht darauf. Richter Brown? Doc! Schön, Sie zu sehen. Ich bin Sonny Crockett. Emmett Brown. Aber ich bin ein Gerichtsangestellter und kein Doktor. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Jetzt mit dem Kehrwert von Hahn natürlich ganz in Erwartungswert. Richtig. Was hab ich bloß gemacht? Soll ich jetzt da rein? Ich muss da nicht mehr rein. Ach so. Ja, tut mir leid. Ja, genau, wir müssen ja nur Doc finden. Haben wir jetzt getan, aber wo ist er jetzt hin? Och, Digga. Überzeuge den jungen Emmett Brown, die zu öffnen, aber wo ist er denn jetzt hingegangen? Nein, ich wollte nicht ins Inventar. Naja, ich drücke mal Escape. Nicht ins Inventar, sondern Hinweise. Emmett wird sich nicht mit dir einlassen, aber wenn ihr beide etwas gemeinsam hättet. Okay, weiter bitte. Oh nein, ich wollte Hinweis 2. Was murmelt Emmett vor sich hin, wenn er denkt, dass du nicht hinhörst? Hörst du mein Telefon? Egal. Emmets wissenschaftliche Probleme sind nur Kauderwelsch für Marty, aber es gibt jemanden, der damit etwas anfangen kann. Versuche Emmets Gemurmel aufzunehmen. Ja, vielleicht. Warum drücke ich mir Escape? Ich will schließen. Leichter gesagt als getan. Ach, da läuft er doch. Schnell, lauf. Ach so, klar, Anwaltbüro. Lieber nicht. Diese Anwälte klingen ziemlich fies. Hör zu, Emmett, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Freund. Ich halte nichts von Freunden. Sie halten mich von der Arbeit ab. Komm schon, Doc. Emmett, lass die Rechtsverdreherei sein. Es gibt etwas Wichtigeres für dich zu tun. Mr. Crockett, Sie sollten wissen, dass das Gesetz der Mörtel ist, der die Steine der Gesellschaft zusammenhält. Und wir Juristen sind wie die Maurer, die damit das Gebäude der Zukunft errichten. Schöne Ansage. Hat dir das dein Vater gesagt? Jeden Morgen. Hör zu, ich weiß, dass du in deinem Labor an einer neuen Erfindung arbeitest. Erfindung? Erfindung? Labor? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Mein Gebiet ist das Rechtswesen, nicht die Wissenschaft. Veränderlich ist. Ist das überhaupt möglich? Komm schon, warte einen Moment. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Also, Emmett, wann bist du mit der Arbeit fertig? Kommt drauf an. An Wochentagen lässt mich Papst manchmal bis 9 bleiben. 9 Uhr abends? Aber heute ist Samstag. Richtig. Wahrscheinlich kann ich nicht vor 10 weg. Wie
Wie wär's, wenn du früher Schluss machst und ich dir ein Bier, eine Limo spendiere? Was meinst du? Versuchen Sie nicht, mich mit zuckerhaltigen Getränken zu locken. Meine Leidenschaft ist es, die Räder der Gerechtigkeit am Laufen zu halten. Und wenn ich vor acht gehe, bringt mich mein Paps um. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Okay, du willst nicht, dass dein Vater davon erfährt. Gut, wir haben alle Geheimnisse. Aber du kannst mit mir offen über dein Wissenschaftsprojekt sprechen, den... Ich bin kein Wissenschaftler. Fragen Sie mich mal, was E gleich ist. E ist gleich? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sehen Sie? Ich weiß zwar nicht, wo Sie diese Information herhaben, Mister, aber Sie sind falsch, falsch, falsch. Was habe ich bloß übersehen? Habt ihr Inventar oder nicht? Das heißt, ich habe da so ein Tonbandgerät. Hier. Nein, geht hinterher, geht hinterher, geht hinterher. Hier. Denkt nach, Emmett. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Gut, aber ich habe das jetzt auf jeden Fall schon mal aufgenommen. Das ist schon mal ganz wichtig. Überzeugen den jungen Emmett Byrne, dir zu helfen. Ja, was soll ich denn machen, Mann? Er haut doch die ganze Zeit ab. Ich muss da nicht mehr rein. Ja. Wenn also H für den einen harmonischen Oszillator steht, dann ergibt doch... Ey, lass mal reden, bitte. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Crockett. Du kannst mir vertrauen, Doc. Emmett, ich kümmere mich nur um deine Zukunft. In vielerlei Hinsicht. Wovon sprechen Sie? Von dir und der Wissenschaft. Na, nicht schon wieder? Wenn Sie mir noch einmal unterstellen, ein Wissenschaftler zu sein, verklage ich Sie wegen Rufmords. Zum Fall könnte H hoch A... Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Crockett. Was hast du Wichtiges zu tun? Eine juristische Angelegenheit. Sehr kompliziert, sehr verworren. Ich brauche 5 Unterschriften auf jeder Kopie dieser Schadensersatzforderung, bevor Paps, ich meine Richter Brown, auch nur daran denken kann, der erstgenannten Partei eine Verzichtserklärung zu bewilligen. Du hast keine Ahnung, worum es geht, oder? So wichtig ist das! Siehst du, ich komme auch ungefähr aus der Sparte. Deswegen habe ich mir dich ausgesucht. Das ist mir zwar egal, weil mich die Wissenschaft nicht im geringsten interessiert, im Gegensatz zum Rechtswesen, aber ich glaube Ihnen nicht. Das ist wahr. Ich bin Wissenschaftler. Kann der Herr Wissenschaftler mir dann vielleicht eine Kostprobe seines enormen Expertenwissens geben? Der Beinknochen ist mit dem Schenkelknochen verbunden? Erstaunlich! Es geht um deine... Sagen Sie es nicht! Mann! Also nochmal. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Crockett. Oh. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Ja, das wissen wir doch jetzt schon. Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Es geht um deine... Boah, ich boxe gleich aufs Maul, Alter. Mein Gott. Beschleunigung, um die Umkehrfunktion der Ableitung der Geschwindigkeit relativ zur Lichtgeschwindigkeit verringern. Überzeuge den jungen Brown, dir zu helfen. Ja, aber wie denn? Telefonnummer der Browns. Dabei habe ich. Hier, willst du eine Telefonnummer? Nein, bleib hier. Nein? Nein, der kommt eh gleich wieder raus. Atombandgerät, Docs-Notizbuch, Foto von George. Ja, brauche ich aber alles nicht. Vielleicht bringt mich diese Nummer weiter. Wer weiß es schon.
Ich raste gleich auf jeden Fall aus. Nein. Ja. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Crockett. Das habe ich aber schon alles gesagt. Das geht ja nicht mehr. Ja, ja. Oh, ja, ja. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Ich raste gleich aus. Ich raste gleich aus. Überzeuge den jungen Emmett Brown, dir zu helfen. Ja, aber wie? Warte, Hinweis. Jetzt. Boah, ich habe vergessen. Wir können Emmett Browns Problem besser lösen als Emmett Brown. Ich spiele Doc Emmett Gemurmel vor. Okay, 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 okay. Mach ich. Und da steht, ich soll ihn überzeugen, ihm zu helfen. Deshalb habe ich jetzt einfach mal ausgelassen, dass Doc mir hilft. Das ist Gefängnis, ne? Ja, Police Station. Psst, Doc! Marty, hast du schon mein jüngeres Ich gefunden? Also, Doc, geht Ihnen hierbei ein Licht auf? Ach, denkt nach, Emmett. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das... Ich? Ich klinge so? Ich wollte erpicht sagen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hinein... Ja, was murmeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem jüngeren Ich einfach, dass H der Hamilton-Operator ist. Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Ja, ja, also, stimmt, hat er recht, wird schon gut gehen. Stimmt, ja, ja, finde ich auch. Was war H nochmal? Der Hamilton-Operator. Kapiert. Ja. Was wissen Sie über Edna Strickland? Edna? Wir hatten nie miteinander zu tun, als ich jünger war. Sie war etwas älter als ich und wir verkehrten in unterschiedlichen sozioökonomischen Kreisen. Warum fragst du? Sie hält sie für einen Held, weil sie die illegale Bar niedergebrannt haben. Sie schreibt eine Story über sie. Eine Story? Oh, jetzt erinnere ich mich. Frag Edna. Die Kolumne über gutes Benehmen, die zu einem Ort für Abstinenztiraden wurde. Sie glaubte, dass das Trinken von Alkohol zum unausweichlichen Niedergang der Gesellschaft führen würde. Klingt wie ein lustiges Mädchen. Du hättest sie sehen sollen, als in den 60er Jahren die Hippies auftauchten. Sie ist fast verrückt geworden. Das würde einiges erklären. Okay, passt schon. Ohren steif halten, Doc. Vielleicht nicht die besten Worte, Marty. Okay. Gut, hat sich doch noch ein bisschen gekehrt jetzt. Ich weiß, ich muss jetzt sagen, der Hamilton-Operator oder sowas. Da kommt er doch schon, da sehe ich ihn doch kommen. Aber das genau das gleiche dachte ich mir auch. Das Problem kenne ich. Wisst ihr Bescheid? Da kommt er doch. Nein, bleib stehen bitte. Bleib bitte stehen. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Crockett. Vielleicht ist H der Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H der... Hamilton-Operator? Ja. Großer Gott, wenn H der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Haha, das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel. Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere. Ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Nun ja, es ist so. Halt, Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen, stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Okay, aber zumal dasselbe steht. Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich, natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße. Das voll funktionsfähig ist.
Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil. Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kit Tennen. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja, ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Psst. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Die Vorladung ist für meinen Großvater? Psst. Es ist Kit Tennen! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kit Tennen kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ja, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Ja, gut. Das machen wir jetzt nicht. Ich verabschiede mich hiermit von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich kommuniziere immer gerne mit euch, deshalb Feedback in den Kommentaren auf jeden Fall erwünscht. Oder Fragen, was auch immer. Ich werde mich auf jeden Fall da melden. Und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge von Back to the Future The Game wieder ein. Ich hoffe natürlich, das Format gefällt euch auch. Mir macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich finde das echt richtig cool. Das wird dann noch sehr, sehr lange und sehr, sehr viel kommen. Es sind ja 5 Episoden, das ist gerade mal die erste Episode, also das Spiel meine ich, es gibt 5 Spiele im Prinzip, also das ganze Spiel heißt Back to the Future und das ist aufgeteilt auf 5 Episoden und ich spiele gerade die erste Episode und das wird auf jeden Fall noch alle 5 Episoden kommen und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen und ich würde sagen Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, haut rein und einen schönen Tag noch, ciao!